Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkasaurus. Mir ist es wirklich ans Herz gewachsen. Mein kleiner Park. Ich glaube, wir haben hier nicht genug Platz für diese Tierchen. Ich fürchte, das ist ein bisschen ein Problem. Aber wir haben hier Neuzuwachs und da bin ich sehr, sehr stolz und glücklich drauf. Wir haben hier den Alfie. Wir haben endlich einen Alfie und, weil es zwei Buben waren, haben wir noch einen Alfbert. Ich bin sehr kreativ in meinen Namen. Alfie, Alfbert, Alfine und nicht Alfie. So heißen unsere bisherigen Dinos. Wir können auf jeden Fall mal eine Ausgrabung machen. Das hatte ich schon lange. Man muss das immer zwischendurch mal machen. Man muss immer super lange warten danach. Oh, toll. Das war ja wieder sehr... Oh, super erfolgreich. Ich bin sehr stolz auf mich. Wahnsinn. Wahnsinnsleistung. Nichts. Nichts. Hier ist eins. Das ist ja eine Katastrophe. Also das ist ja lächerlich, ne? Also, da ist ja gar nichts hier. Hier gibt es aber auch einfach nichts. Ich kann hier auch gar nichts machen. Das ist ja vollkommen egal, was ich tue. Das ist wirklich anscheinend das Einzige, was hier war. Ja, das war... Seht ihr, was ich meine? Deswegen muss man hier jede Chance nutzen, das zu erkunden. Dann, weil da oft kommt da gar nichts bei rum. Oh, wir haben jetzt wirklich mal keine Nahrungsmittel mehr. Nachdem ich extrem viel zu viel gekauft habe, lange Zeit, ist es uns jetzt wirklich ausgegangen. Naja, also so 6 brauchen wir sicherlich am Tag. Und dann kaufen wir jetzt noch welche, damit wir... Vielleicht sollten wir mehr nehmen. Nee, wir warten erstmal, ob wir mit 6... Man muss auch haushalten können. So, ich wollte eigentlich Wissenschaftspunkte verteilen. Das wollte ich nämlich machen. Ich habe nämlich sehr viele über. Was können wir denn machen, was interessant ist? Schattenpaket. Okay. Bis spät in die Nacht ist es interessant. Da bleiben die Leute einfach länger wahrscheinlich. Falafel, oh lecker. So ein Toilettenhäuschen, ein verbessertes anscheinend. Ist auch nicht uninteressant. Personal habe ich auf jeden Fall und das habe ich. Okay, Geld, wie viel haben wir heute verdient? Da bin ich mal gespannt. Oh, das ist ordentlich. Das ist okay. Da haben wir heute, es lief ganz gut. Kann man sich jetzt gar nicht so dolle beklagen. Ich möchte aber immer noch schauen, was wir jetzt hier noch machen können. Ich wollte nicht auf den nächsten Tag liegen. Es tut mir sehr leid. Oh, die sind so unglücklich alle. Mann, jetzt erstmal hier entscheiden, ja? Wir machen mal diese Wissenschaftssache. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann können wir nämlich hier den Amateur, den Gartenbau. Ja, okay, das machen wir auch noch. Komm, dann haben wir alles, ne? Dann machen wir das auch noch und dann haben wir einfach alles, oder? Genau. Ich mache einfach alles. Komplett wahllos. Herzchen kriege ich leider. Doch, habe ich noch welche. Sehr gut. Habe ich auch noch welche. Super. Okay, wir machen das mit dem... Was ist denn ein mittlerer Dino und was ist ein großer Dino? Was habe ich denn für Dinos? Kann ich das irgendwie einsehen? Ist das hier, zählt das noch als Mittel oder ist es schon ein gigantischer Dino? Eltern. Die Eltern, du. Ich. Größe, Mittel. Okay, also das passt. Da passt der dann perfekt rein. Okay, dann machen wir das doch. Dann ist das doch sicherlich auch schön mit dem Unterstand. Fühlen die sich doch sicherlich auch toll, oder? Die bekommen hier auf jeden Fall jetzt auch noch so einen Unterstand. Das, dann bleibt es fair. Ne, nicht einer kriegt und der andere nicht. So, dann können die sich hier nämlich auch gemütlich machen. Da kann sich bei mir wirklich keiner beklagen. Ich kümmere mich sehr gut um alles, ja. Ich gebe wirklich mein Bestes. Wir machen mal wieder eine Expedition jetzt. Mal hoffen, dass es diesmal mal erfolgreich ist. Okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Okay, schlecht. Naja, also das ist auch nicht fantastisch. Okay, dann muss sie sich jetzt sputen. Hier 1, 2, 3, 4 haben wir 3 Stück. Haben wir noch irgendwas anderes? Ja, hier ist noch was. Komm, gib Gummi, Baby. Komm, das können wir noch machen. Komm, jawohl. Sehr gut. Jetzt habe ich nichts mehr. Okay, das war erfolgreich. Da kann ich sagen, da kann ich mich dahinter stellen und sagen, ja, das ist in Ordnung. Das können wir jetzt, glaube ich, auch direkt verwerten. Jawohl. Wir können noch einen Stegosaurus machen. Und wir können einen, was ist denn das andere hier? Zeri-Dingens. Zeri-Tops. Wieso fehlt mir denn da jetzt wieder was? Da habe ich nicht genug Schädel. Oh. Okay, den machen wir. Da brauchen wir einen von diesen Edelsteinen. Unvollkommen. Was hat es denn da jetzt der Unterschied? Das würde mich jetzt interessieren. Was ist der Unterschied? Ob ich jetzt einen ungewöhnlichen nehme oder einen unvollkommen? Wären das dann bessere und schlechtere Dinos? Macht das einen Unterschied, was ich da für ein Dino rauskriege? Oder ist es vollkommen egal? Ich muss auf jeden Fall mehr Pflanzen bestellen. Das reicht schon wieder nicht. So. Einen. Oh, schade. Ich kann wieder nur einen machen. Oh, schlecht. Ach, blöd. Ich habe genug Fußabdrücke, aber da fehlt mir jetzt noch ein Schädel. Okay, dann müssen wir noch einmal nach so einem Schädel suchen. Einmal müssen wir es noch machen, damit wir 2... Ich möchte immer von allem 2. Ich möchte nicht, dass die einsam sind. Das gefällt mir nicht. Okay. Ansonsten geht es denen aber okay im Moment. Ja, das ist schon alles in Ordnung. Da kann man sich nicht beklagen. Hier ein bisschen mehr fürs Licht könnten wir noch sagen, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch was, was wir erstmal freischalten müssen. Oder reicht es schon? Das ist hier das. Nee, 600 brauchen wir. Das reicht leider nicht.
Das können wir im Moment nicht machen. Die Schleife habe ich immer noch nicht gefunden. Das ist sehr schade. Finanziell läuft es aber im Moment, ne? Wir können also noch ein bisschen Kohle können wir ausgeben. Was ist das? Präsentationsstand. Oh, das finde ich toll. Ja. Vielleicht machen wir das hier hin, oder? Dann hat man hier in der Ecke auch noch ein bisschen Entertainment. Was bringt das denn? Setze Wissenschaftler ein? Ah, da kann ich auch Wissenschaftspunkte mit generieren. Das ist also auch praktisch für mich. Das lohnt sich also. Das sollte ich also auf jeden Fall machen, ne? Ist nur die Frage, wohin mache ich es? Dass es irgendwie auch Sinn macht. Ich würde es aber echt hier so in die Ecke tun. Guck mal hier, dann ist hier auch noch was, ne? Aber dann ist das Klo ist wieder im Weg. Aber das können wir ja nochmal wegräumen. Das wäre ja nicht so schlimm. Dann machen wir es hier hin. So. Ja. Da machen wir natürlich auch einen Weg dazu. So. Und dann brauchen wir hier jetzt noch einen Wissenschaftler. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf jeden Fall... Oh Gott, ich möchte nicht so weit wegfahren. Wir müssen noch jemanden anstellen. Einen Wissenschaftler. Und das ist jetzt jemand, der braucht nämlich jetzt, glaube ich, extrem viel Persönlichkeit. Das ist das Wichtigste. Das ist zum Beispiel schlecht. Guter Wissenschaftler. Vielleicht stellen wir den einfach ein. Ich habe doch schon einen. Wie ist denn der, den ich im Moment habe? Siehst du, der ist nämlich super stark in Persönlichkeit. Aber nicht so schnell. Das heißt, wir tauschen die. Genau, wir stellen den anderen ein, der so schnell war. Das ist nämlich fantastisch, so ein schneller. Wo ist er denn jetzt? Hier. Oh, wie viel Geld haben wir heute gemacht? Läuft bei uns, du. Läuft bei uns. Also, ich habe es voll im Griff. Bei wen stellen wir denn jetzt aber ein? Das muss ich entscheiden. Das ist gar nicht... Ist grundsätzlich nicht einfach. Der im Moment hat... Oh, der hat 17 Fähigkeiten. Nee, den kann ich auf keinen Fall rausschmeißen. 17 Fähigkeiten ist sehr stark. Beide zusammen wären eine gute Kombination, ne? Kann ich mir das vielleicht leisten? Kann ich einfach beide haben? Und, also drei insgesamt quasi. Oh, jetzt habe ich ihn versehentlich angestellt. Tja, jetzt ist es eh zu spät. Okay, du bist einfach eingestellt. Jetzt aus irgendeinem Grund hätte ich dann besser den genommen. Den möchte ich. Ich möchte den anderen nicht. Entschuldigung. Jetzt muss ich leider einen, den gerade eingestellt habe, muss ich jetzt wieder feuern. Ist ein bisschen unangenehm natürlich. Welche war es denn? Huch. Ah, den feuern, genau. Sorry, es tut mir echt leid. Und jetzt brauche ich noch einen. Jetzt habe ich viel zu viele Wissenschaftler. Das ist natürlich auch ein bisschen absurd. Ich brauche aber noch einen. Und zwar brauche ich noch einen, der jetzt einfach viel Persönlichkeit hat. Der Rest ist nicht so wichtig. Hier, du bist super. Du bist angeheuert, wir machen den Park auf. Du bist angeheuert, um dich da hinzustellen. Und dann kannst du den ganzen Tag stehen und den Leuten was erzählen. So, jetzt brauche ich mal diese Wissenschaftler hier. Ich weiß nicht, welcher du bist gerade. Du bist es mit der Persönlichkeit. Genau, das ist nämlich dein Job hier. Kannst dich direkt hier hinstellen. Perfekt. Habe ich nur einen Hausmeister? Vielleicht muss ich einfach mal viele Leute einstellen hier. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Hier, der hat gar keine Persönlichkeit, aber das ist halt so. Man kann nicht alles haben. Das Licht wollte ich freischalten. Habe ich genug Punkte, um das hier... Ja, perfekt. Das hier, spät in die Nacht wollte ich nämlich. Weil, jetzt kann ich hier so ein bisschen das noch... genau, Lichterketten. Oh, ich liebe Lichterketten. Ich liebe Lichterketten. Jawohl. Oh, schön. Und vielleicht auch hier noch? Nee, das geht nicht. Kann ich leider nicht auf das Häuschen machen. Schade. Oh, schön, aber. Bleiben die Leute jetzt länger? Ich hoffe. Oh, toll. Und wir verdienen die ganze Zeit Geld. Es läuft so gut. Irgendwie habe ich jetzt weniger viele Dinge. Aber dafür habe ich... Oh, weil ich so viele Wissenschaftler habe, kann ich viel... Oh Gott. Guck mal, wie viel der machen kann. Holy shit. Da brauche ich ja gar nicht mehr mich anstrengen hier. Easy. Der hat auch noch. Okay, was geht hier ab? Voll komisch. Okay, und jetzt kann ich hier noch die Sachen completen. Aus irgendeinem Grund ist hier viel mehr Erde drumherum, habe ich das Gefühl. Ich habe aber keinen... Ich brauche noch einen... Oh, das reicht nicht. Ach, da muss man viel tiefer graben jetzt. Okay, jetzt ist es weg. Ich habe aber keinen Kopf gekriegt. Ich hätte noch einen Kopf gebraucht. Die Füße bringen mir gar nichts. Wo kauft man einen Hut für den Dino? Im Hutshop. Wo denn sonst? Ist es überhaupt für den Dino? Ich weiß es nicht. Hier kann ich nämlich die Schleife und den Propeller. Ich kann alles kaufen. Und ich werde alles kaufen. Ich möchte einen Propellerhut. Ich möchte die Schleife. Ich möchte das und das und das. So. Natürlich, wer bekommt den ersten Hut? Das ist natürlich Alfie, mein absoluter Favorite-Dino. Er ist zu jung für den Hut, aber es ist doch ein Propellerhut. Okay, ich heb den Propellerhut für Alfie auf. Du kriegst ihn für Dora. Okay, ist ein bisschen absurd, dass der arme Dino... Ich weiß nicht. Und ich glaube, wir können nochmal eine Ausgrabung machen, genau. Mit welcher fangen wir denn an? Du hast die beste Basis. Das heißt, du bist eigentlich das... Oh, perfekt. Oh, ein Traum, ey. Wie viel die abdeckt einfach. Gebt euch das.
So, das deckt hier direkt was auf. Das deckt direkt was auf. Das deckt direkt was auf. Das ist super fantastisch. Ja, da kriegen wir direkt richtig viel. Du bist so ein bisschen weird hier, aber das ist schon auch gut. Hier ist irgendwas, was ich nicht weiß, was da ist. So, und ich kann jetzt hier easy noch ein bisschen was vervollständigen. Problem ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich weiß nicht, ob man hier tiefer quasi graben muss. Das ist so ein bisschen komisch. Das würde mich sehr interessieren. Aber es reicht auf jeden Fall für das, was ich im Moment brauchte. Glaube ich. Ich glaube, ich habe genug. Oder für zwei. Yes! Ich habe genug. Und dann machen wir noch eins. Oh, cool. Das heißt, wir können in der nächsten Folge unser neues Gehege bauen mit dem Triceratops. Ich will immer Tops sagen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber wir bauen in der nächsten Folge ein komplett neues Gehege für einen komplett neuen Dino. Ja, ich denke hier irgendwie hin, sodass man wird hier so, man kommt hier rein, dann kannst du hier rumlaufen. Ja, hier kommst du zum nächsten Gehege. Hier, ich war noch nicht fertig mit meinem Vortrag gerade. Also entschuldigen Sie mal. Ja, es ist alles super gelaufen. Danke. Ich glaube, die sind fertig. Ganz süß mit der Schleife. Wirklich herzergreifend. Deine Augen sind sehr gruselig. So sehen die aus. Und hier haben wir die beiden. Die finde ich ja sehr putzig. Ne, guck mal, wie süß die sind. Ach, guck doch mal. Ach, guck doch mal. Oh, schlummert. Sehr schön. Sehr niedliche Dinos. Sehr cuter Park inzwischen. Keine Nahrungsmittel. Okay, haben wir neue bekommen? Ja, ich muss sie nur wieder auspacken. Ich vergesse es wie immer. Hier sind eure Nahrungsmittel. Sollte wieder für alles gesorgt sein. Hier darf niemand verhungern. Natürlich auch nicht unsere Menschen hier, die hier fleißig alles kaufen und essen. Das läuft, glaube ich, ganz gut, ne? Wir haben auch direkt gesagt, wir sind ein bisschen großzügiger mit den Portionen. Hier kann ich leider nichts auswählen, aber ansonsten gibt es ein bisschen größere Hotdogs als normal. Ja, kommen wir den Leuten so ein bisschen entgegen. Tacos gibt es auch, alles da. Ich finde, es ist ein sehr schöner Park. Ich würde gerne ihn selbst besuchen. Geht leider nicht, weil es gibt keine Dinos. Aber vielleicht kommen sie ja irgendwann auch auf unseren Planeten zurückgeflogen. Wer weiß. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Bitte lasst mir Kommentare da mit Tipps und Feedback und euren Lieblingsdinos und was ich machen soll und was nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall alles lesen. Mache ich immer, versprochen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich extrem freuen. Abonniert diesen Kanal und aktiviert doch die Glocke, denn wir werden sehr bald live streamen, glaube ich. Und ihr solltet es nicht verpassen, würde ich euch empfehlen. Dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.